Und hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Und ja, dann machen wir mal weiter. Letztes Mal hatten wir irgendwie den Käse verloren, wo auch immer der jetzt hin ist. Gucken wir nochmal hier unten, ob er vielleicht hier runtergefallen ist oder so. Aber ich glaube, die landen da doch dann auf den Stufen, oder nicht? Oder? Sag mal. Keine Ahnung, Loch. Und hier sind die Netherwarzen. Wenn wir mal Tränke herstellen sollten, müssen, keine Ahnung, wollen. Mal nochmal jetzt die ganze hier runter und wenn nicht, dann holen wir uns schnell nochmal von den Kühen ein bisschen Milch und dann machen wir da normale Milch, machen wir da so Milch draus und andere Milch, keine Ahnung, und dann machen wir da draus Käse mit Salz, wenn wir noch Salz haben, so, mal gucken. Hier müssen wir raus. Gerade dunkel, aber naja. Milch bei Nacht schmeckt immer besser, ne? Nein, Quatsch. Und nicht das Versaute, was ihr wieder denkt. So. Hatten wir die Eimer wieder aufgenommen. Jo. Sieben? Ne, acht. Sechs. So. Hallo? Darf ich mal die Milch haben? Achso, wir haben ein Dings voll und dann geht nichts mehr. I do, aha. Haben wir Milch und jetzt machen wir da wieder die andere Milch draus. Ja, ist noch angebunden, alles klar. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo Salz, sonst müssen wir welches abbauen gehen. Haben wir noch Salz, haben wir noch Salz, haben wir noch Salz. Kein Salz, kein Salz, kein Salz, kein Salz. Was ist das denn da oben? Kokosnuss. Aha. Und jetzt da auch ein bisschen dran rumgeschraubt oder was? Ist hier Salz? Ne. Doch, da, Salz. Aha. Klosko kann man ja mal kurz wegtun. Was nimmt. Was nehmen wir mit, wenn wir weggehen? Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Achso, jetzt haben wir keinen Platz hier drin mehr. Alles klar. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Salz. Ein bisschen Milch draus da. Vier Stück direkt. Immer gut. Da bildet sich spontan da bildet sich so ein spontan um die Milch so ein wie war das denn nochmal? Naja, dann gucken wir uns das jetzt gleich nochmal an. Bevor die Dinger verloren gehen. Wieder mal. So, einen Moment. Da. So ein Käse-Dinger brauchen wir. Ach, wir brauchen den da, den Topf. Den Topf, den Topf, den Topf. Wo ist denn der Topf? Da oben ist der Topf. Wo ist der Deinhard oder was?
Okay, dann tauschen wir das jetzt die ganze Zeit. So, machen wir das hier mal gerade weg. Und dann kümmern wir. So. So. Und dann machen wir hier mal Käse. Dann nehmen wir jetzt mal hier den Käse, die Milch da wieder aus dem Regal raus. Wenn es... So, wunderbar. Dann können wir jetzt... Jetzt haben wir den Topf wieder oben wieder reingestellt, ne? Ne, da steht... Da ist er, ja. Da ist er. Da haben wir ihn, ja. So. Da haben wir den Topf ja noch immer. So. Einmal diesen. Einmal jenen. Und einmal den da. Und dann haben wir wieder nochmal 4 Käse. Mal den Topf aufnehmen. Den Topf da oben wieder reinstellen. Ich komme mir vor wie so ein Zwerg hier in dem Spiel. Der nur von Weitem sieht er, was da oben im Regal ist. Mit seinen Fingerspitzen ist er dann am Rumtasten, was er alles noch so gebrauchen kann. Ach, was mache ich denn? Wir brauchen doch den Käse. So. Was mache ich selber hier? So, erstmal den da. Und den da. Und dann haben wir 4 Cheeseburger. 8 Cheeseburger. Und ein normal. Jo. Haben wir eigentlich Eisen dabei? Ich weiß nicht, dann guck uns. Jo. Ach, du so Idiot. Mann. Aber da kann er den vollen Rucksack reinschmeißen. Hier ist kein Eisen. Kein Eisen zum Verreisen. Da haben wir ein bisschen Eisen. Nein, das wird ja wohl reichen. Ja, dann packen wir mal. Ja, ich laufe wieder in den Keller rein. Ich wollte aber nicht in den Keller. So, haben wir die jetzt langsam? So, einen Rucksack kann man ja wegtun. Bett haben wir auch. Das müssen wir noch immer wieder abbauen und wieder aufbauen, ne? Und versuche nicht zu sterben, das wäre noch ganz okay. Das ist die richtige Karte. Was ist das denn hier? Dias. Aha. Hier ist die Nadel im Heuhaufen. Aha. Angelbude. Brunnen der Ewigkeit. Fische im Überfluss. Edelsteine, wer will. Wagen voller Waren. Wälder der Arkane, da kann man mal hingehen. Da war ich mit euch, glaube ich, noch gar nicht drin gewesen. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dorthin irgendwas vielleicht noch Spezielles. Wieso ruckelt denn das so stark? Das ist ja, was ich... Internet ist jetzt wieder drin und jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Ich tue mal das Internet mal raus, mal gucken, was dann passiert. Die offene CPU-Auslastung, Codierung, erwägen Sie Ihre Einstellung zu verringern.
Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, würde ich behaupten. Mitten in der Aufnahme, ne? Ich höre jetzt gerade auf und dann mache ich die Kodierung und dann. Naja, es wäre zwar kein Problem, aber ne. Nö. Habe ich keine Lust. Da. Gehen wir noch. Ich glaube, so rum, ne? Ja, so rum müssen wir gehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir haben ja jetzt genügend Sachen zum Essen dabei. Also sterben tun wir nicht. Und wenn, dann haben wir ja noch das ein oder andere Schwert dabei, wenn wir dann die Leute hier, wenn wir dann ein bisschen. Oder vielleicht auch aus diesen Garten da rauspuppeln können, Sachen. Jetzt ist die Auslastung wieder weg. Gucke ich gleich mal in den Einstellungen, ob ich da was ändern kann. Wenn nicht, dann. Wenn jetzt das nicht nochmal auftaucht, dann. Ist ja dann relativ egal. Da unten ist bestimmt so ein Abgrund-Dingens, wo du dann runterschwurbelst. Gucken wir uns das mal an, einfach. Kommt drauf an, wie weit man jetzt hier runterkommt. Achso, natürlich, man sieht nichts hier. Aha. Wir sind hier wieder in der Schlucht gelandet. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an und dann gehen wir gleich wieder. Oh, was haben wir denn da? Ja, ich glaube, das ist nicht so hochinteressant. Ist alles mit Zwillingsblöcken. Wo immer ein bisschen Kohle, ein paar Knochen drin sind. Ein bisschen Kohle, ein paar Knochen. Was ist das die? Rhyolith? Das war nicht eine sehr. Das war keine sehr große Schlucht. Jetzt so nehme ich direkt schon wieder auf. Sie geht zwar hoch, aber. Naja, mehr tut es auch nicht. Gucken wir nochmal in die andere Richtung. Da, wo das Wasser herkommt. Guck mal jetzt, wie flüssig das jetzt läuft. Ne, in der Aufnahme auch so? Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich glaube, weil der dann mehr zum Verarbeiten hat, oder? Ich glaube, da habe ich es mir gerade selber beantwortet. Was ist das hier? Schluff. Aha. Schluff. Ah. Kennt man ja, ne? Kennt man ja. Schluff. Ist ganz berühmt, Schluff, ne? Jeder Mann kennt es. Jede Frau will es. Wo hat man noch so ein Dingsbums da, ne? So ein, harte Werkbank hier leider nicht. Achso. So? Nee. Was kommt denn da? Keine Ahnung. I don't know. So. Ich weiß, ich habe so viel Scheiße in der Tasche, aber naja. Wir hatten doch. Machen wir es halt ein. Ist aber nicht so schlimm. Wie da? Ach so.
Stimmt, man muss ja erst Holz haben, damit man dann aus dem Holz, Stimmt ja. Ach ja, die Erde mal kurz weg. So. Platzieren wir mal hier unlängs ein paar Fackeln. Damit wir ja mal was sehen können. Und dann baue ich jetzt mal das Ding da auf. Die Werkbank. Und dann. Passt ja gerade. Bitte. Achso, was mache ich denn jetzt hier? So. Na, das Eisen hätten wir vielleicht mal vorher rausholen müssen aus der Tasche. Schön. Was platscht denn die ganze Zeit da so wie so ein Idiot? Naja, vielleicht werden wir es ja gleich erfahren. So, wo ist denn das Eisen hier? Das Eisen. Ich weiß nicht. Da. Zwei kann man auf jeden Fall machen. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir zwei haben. So, die müssen wir ja auch noch mitnehmen, die Werkbank. Ach komm, die kann man immer wieder herstellen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Leider auch mitnehmen. Müssen wir da die Tasche noch einen Taschenplatz frei machen? Wieder mal. Was platscht denn die ganze Zeit da auf dem Boden? So, Eisen haben wir jetzt. Platscht immer irgendwas auf dem Boden und keine Ahnung. Jetzt sieht man nichts. Geht's hoch. Und das war's. Alles klar. Naja, hat man nicht viel verpasst, dann können wir hier mal gerade. So. Hier, dann können wir ja hier wieder runtergehen. War ja jetzt nichts Besonderes. Wieso? Jetzt schwimmt der Jans ja normal hoch, der Junge. Gut, nee. Also ich sollte mal gleich uns so einen Burger da veressen. Verknusen, veressen, keine Ahnung. Du weißt schon. Wunderbar, wunderbar. Und weiter geht's. Wir haben ja einiges gebaut, dann können wir hier auch mal kurz ein bisschen rumlaufen. Da haben wir genügend zu essen dabei, ein Bett haben wir auch dabei. Falls es mal anfängt zu regnen oder so.
Dann haben wir auch Enten. Nur mit den Enten können wir nichts anfangen. Naja, wäre noch dafür, wenn wir Hühnchen hätten, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Im Moment vielleicht nicht, aber... Wäre ja mal nett, wenn wir so ein Ei finden würden, aber... Da kann man noch lange warten. So. Müssen wir denn nochmal hin? Ganz genau. Wir gehen doch immer richtig, alles klar. Sind noch nicht so weit gekommen. Weil wir ja nochmal da runter geschwommen sind. Den Wasserfall runter. Bisschen Eisen mitgenommen. Dass ich irgendwas am Ausbeulen im Mülleimer. Naja. Ich glaube, noch so ein Helm hätten wir, dann können wir die auch nächstes Mal reparieren. Ich meine, das ist ja ziemlich... Das wissen wir ja jetzt, was die Zombies und alles machen. Das ist ja jetzt... Ja. Wollen ja einfach nur mal ein bisschen erkunden und nicht... Ich kann ja mal kurz das Bett benutzen, damit es hell wird und dann... Ja, der liebe Junge, der kann nicht auf hohem Gras schlafen, weißt du denn? So. Weiter geht's im Morgengrauen. Für viele Kinder fängt ja jetzt bald wieder die Schule an. Aber dann kennt man ja so einige, die dann nichts erlebt haben in den paar Wochen. Weil die Eltern keinen Bock hatten oder zu sehr beschäftigt waren. Na, hier waren wir ja schon. Das ist das eine Haus, wo man den Amboss und den Amboss gefunden hat. Naja, und hier waren direkt mal ein paar Pferde gewesen. Naja, egal. Ja, leider kein... Dingsbums dabei. Ach so. Ja, aus Reflex wollte ich jetzt schon wieder M drücken. Verkarte. Bisschen. So, schräg rüber. Mal kurz durch Wasser, nur nicht tauchen. Wir können zwar lange tauchen, aber naja. Ach man, das tut. Es juckt, es juckt, es juckt. Diese Woche Montag ist mir auch was super. Nein, nicht. Was haben wir denn hier? Bananchen oder was? Bananchen oder was? Bananchen. Lecker. Kann man mal nehmen, mitnehmen. Am Montag ist mir was passiert. Da hab. Weiß ich, wir haben aufgeräumt. Wir wollten dann so zwei Schuppen bauen, um Holz darunter zu tun, weil wir so viel Holz haben, weil wir einen Kamin haben. Und weil wir auch noch ein bisschen umräumen müssen, weil wir noch einen Schuppen abbauen müssen, wo Holz drin ist. Weil dem einen, weil jetzt nach, weiß ich, wie vielen Jahren, wo wir jetzt hier schon wohnen, 5 oder so, kommen die Leute dann damit. Kamen sie dann vor 2 Jahren damit an? Ja, also das ist unser Stück, was wir gekauft haben. Das war bei unserem Haus dabei. Und ach ja, ist ja jetzt egal, ne? Wir haben Schuppen ab und angebaut. Was haben wir denn hier?
Eine Imkerhütte oder was war das nochmal? Ja. Can you help me? Can you help me? Me. Ja, ich kann dir helfen. Moment. Ich muss noch ein bisschen Platz freiräumen und dann helfe ich dir. Bei den Sachen verstauen. Hier ist noch was Öl drin, das ist ja wunderbar. Ha. Ja, finde ich auch. So. Ja, ist ja gut, Jung. Nicht ausreicht er je. Ich meine, so einiges kann man ja auch hier lassen. Zum Beispiel wieder Kies hier. Oder. Okay, das andere ist alles wichtig. Oder die Erde hier. Dann könnte man das mitnehmen und die Eisenschaufel mitnehmen. Und hier diesen Engerling. Ja, tut mir leid, aber das braucht das halt. Achso, hier ist noch ein bisschen Honig dran. Das kann man natürlich auch noch mitnehmen. Und das Öl hier. Kann man mitnehmen. Speiseöl. Das haben wir da mal keinen Platz mehr für. Dann essen wir mal kurz die Banane. Dann essen wir mal kurz die Banane. Und dann können wir vielleicht auch noch den Dings da mitnehmen. Den Ofen da. Dann können wir den bei uns noch... Ja, komm. So. Was denn jetzt? Hier war nichts drin. Hier, das Speiseöl brauchen wir. So, das nehmen wir mit. Ja, tut mir leid, aber ich hab das Zeug noch nicht und letztes Mal haben wir es kaputt gemacht. Das ist so. Verstehst du? Ne, das nicht. Die Spitzhacke nicht. Ja. Kann ich nichts dafür. So. Ja, wir haben gut. Wunderbar. Ja, Junge, ich kann nichts dafür. Hier ist alles voll. Erde haben wir auch noch genug mit. Falls wir uns mal irgendwo runterfallen, Täteritäten oder so. Doch, das Seil ist nicht verkehrt, wenn wir das haben. Ja. Ich kann doch nichts dafür. Ich muss doch erstmal alles mitnehmen. So. Ja. Was soll ich dir. Wie soll ich dir denn helfen, Junge? Hä? Hä? Du brauchst eine dunkle graue Kerze und dann davon kriege ich Vegamite. Was ist denn Vegamite? Herzhafter Imbiss. Dann bauen wir die doch mal hier ab hier. Und dann kriegst du die geschenkt. Oder so. Ja. Verarschen kann ich mich selber. So, mal gucken, ob er die hier annimmt oder ob er sich verarscht fühlt. 8 Stück? Naja, okay, dann. Dann kannst du die. Ja, ich kann nichts dafür. Vegamete, weiß ich nicht. Brauche ich noch ein paar Kerzen für. Achso, haben wir den Schlüssel dabei? Ja. Können wir die Fackeln ja in Kerzen machen, oder wie, oder geht das nicht? Ha, weiß ich auch nicht. Ja, ich bin auch überrascht. Ja. Fackel. Aha. Ja. Sehen die Dinger nochmal aus, die er da haben will? Ha? Wir brauchen aber eine Kerze. Ja, eine Kerze haben wir leider nicht. Das... Tut mir leid, aber... Jetzt haben wir die Fackeln da drin. Das ist ja... super geil. Ja, tut mir leid, Jo. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß nicht, wie man Kerzen herstellt. Mal gucken. Vielleicht kann man das ja mal kurz gucken, wie das funktioniert. Kerzen. Hellgraue. Dunkelgraue, da. Da braucht man Wachs. Und da braucht man graue Farbe und Fäden. Aha. Haben wir den schon markiert, den Jungen hier, oder? Wo ist denn unser Atlas? Da. Machen wir das mal hier gerade wieder weg, sonst ist halt immer so ein bisschen. Naja. Du.
gut, ne? Haben wir das schon markiert hier? Amboss? Ne. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen reinzoomen, damit wir das genau dahin platzieren können. Ja, komm jetzt hier. Aber. Jetzt kommt so dann was Neues hinzugefügt, was man vielleicht. Das ist ein Grabstein, den wollen wir nicht. Hier, da. Nehmen wir das. Bienenhaus. So. Wenn wir dann mal Kerzen herstellen sollten, müssen die irgendwie wo Wachs herbekommen. Ich glaube, von den Bienen kriegt man Wachs, ne? Wir wandern hier noch ein bisschen rum. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.